Hi, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin das Mogra. Willkommen zur dritten Folge von The Last of Us Part 1. Wir sind letztens unten in dieser Kanalisation oder in diesem U-Bahn-System irgendwie stehen geblieben und haben uns da mit Klicker angelegt und da werden wir jetzt weitermachen. Den Safe hatten wir noch geöffnet gehabt, wo es 50 Teile gab und ja, schauen wir mal, ob wir irgendwann mal so eine Werkbank finden und schauen wir mal, wie es weitergeht. Let's go! So, ich glaube, wir müssen hier runter. Sind alle okay? Ja, gehen wir. Ihr seid ja ganz schöne Profis. Das nennt man Glück. Und es hält nicht ewig. Naja, wir sind schon Profis. Würde ich jetzt mal behaupten. Ist aber praktisch, dass das so schön zerbombt wurde, dass wir schön durchkommen, ne? Ganz schön einfach gemacht wurde es hier für uns. Mit Deckung und allem drum und dran. Nett. Wohin müssen wir, Tess? Zum Rathaus geht's da lang. Okay, ich hab da schon dahin geguckt. Ich will nicht wissen, wie viele Marken ich schon verpasst habe. Steht hier. The Freedom Trail. Massachusetts State House. Was jetzt? Ah. Oh. Wie kommen wir über diesen Truck? Mal sehen, ob wir was finden. Ich kümmere mich mal um die hier, ne? Ah. Den Scheiße. Gucken, ob ich von der anderen Seite rankomme. Noch da? Der würde mich sehen. Ah, er kriegt mich doch nicht mit. Wollen wir hinter ihn kommen? Oh mein Gott, schon hinter ihn kommen. So, ihn ja noch. Was jetzt? Ah, fallen lassen? Nein. Okay, dann mal los. Würde ich das mal mitnehmen. Klettert hoch! Okay. Und da könnte was sein. CGI-Sicherheitsbroschüre. Das Centers of Disease Control hat diese Broschüre über die Cordyceps-Gehirninfektion CGI herausgegeben, um die Achtsamkeit und Verhinderung der Ausbreitung zu verbessern. Hintergrund: Der parasitäre Cordyceps-Pilz ist in der Lage, den Geist des Wirts zu übernehmen und sein Verhalten zu beeinflussen. Bis vor kurzem hat er nur Insekten und einige Arten von Gliederfüßlern befallen. Eine neue Spezies ist in der Lage, sich auch im Menschen einzunisten. Übertragung. Die beiden bekanntesten Übertragungswege von CGI sind Einatmen der von Cordyceps abgesonderten Sporen, Kontakt mit Körperflüssigkeiten einer mit CGI infizierten Person, in der Regel durch einen Biss,
Inkubation. Nach der anfänglichen Infektion breitet sich der Parasit innerhalb von 1 bis 2 Tagen ins Gehirn des Wirts aus. Die Inkubation ist abgeschlossen, wenn der Cordyceps alle körperlichen Funktionen seines Wirts übernommen hat. CGI, erstes Stadium. Symptome. CGI-Patienten im ersten Stadium legen launisch gewalttätiges Verhalten an den Tag und gehen auf alle in ihrer Umgebung los. Nach einer gewissen Zeit durchbricht der Pilz das Gewebe des Wirts, um die Verbreitung von Sporen in der Luft zu ermöglichen. Behandlung. Es gibt keinen Impfstoff gegen CGI. Auch zur Verlängerung der Inkubationszeit ist keine Behandlungsmethode bekannt. Diagnose. CGI kann durch einen Bluttest oder eine mikroskopische Untersuchung in der Regel im Ohr festgestellt werden. Die Testergebnisse fallen bereits Minuten nach der Infektion positiv aus. Oh, ja. Genau wie meine Waffe, also von daher lass ich die mal liegen. Und mehr gibt's hier nicht. Gehen wir weiter. Wir warten schon. Das ist eine interessante Joel, Tür. Hier drüben. Retail Space Available. Call and leave a message. Was so passiert, wenn man die wirklich mal anruft? Wir gehen durchs Gebäude. Ja, das lief ja toll letztes Mal. Sorry, ich meine ja. Ey, wir haben das Leben rausgeschafft. Was willst du mehr? Ich höre nicht. Okay, Beeilung. Sie können! Ich weiß! Du hast da was am Schuh. Endlich. Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Finden wir es raus. Sei lieber froh, dass hier niemand drin ist. Eine Werkbank. Und Marlene glaubt, du bist immun? Ja, das ist ihre Meinung. Wie kam's zu dem Biss? Man trifft in der Zone nicht auf Infizierte, wenn man sich an die Regeln hält. Ja, ich schlich weg. Ich war auf diesem Militärinternat. Wie bitte? Naja, die Stadt erkunden. Ich wurde im Einkaufszentrum gebissen. Das ist doch komplett abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Ich kannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, bis zu. Und so kam das. Verstehe. Gut. War Marlene bei dir, als das passierte? Nein, ich bin danach zu ihr gegangen. Erstaunlich, dass sie dich nicht erschossen hat. Hätte sie fast. Wie es ihr wohl geht? Ich sagte doch, alles wird gut. Ja, die Gespräche sollte man mal zuhören, weil die sind manchmal echt interessant. So, schauen wir mal. Mal los. Ortswaffen wohl. Ich meine, der Revolver ist ganz geil, aber dafür finde ich, glaube ich, mehr Munition. Hier. Nachladetempo, Magazinkapazität, Schussfolge. Oh, Schussfolge. 20 Teile. Fordert dann wohl eine Snipex? Magazinkapazität. Machen wir das noch. Ich würde schon mal einen Revolver machen. Jedenfalls Nachladetempo. Machen wir noch Schussfolge. Ah. Das war's. Das wird uns helfen. Erstaunlich, dass hier immer noch Strom läuft, da die Lampe angeht. Wait. Ah, okay, ich nehm's zurück, hier ist eine Autobatterie. Kommen wir hier. Mal Ressourcen.
Infektion, okay. Ja. Mein Atelier. Mehr ist hier ein Schatz. Da liegt noch was. Ja, gruselig hier, ey. Und wo kamen wir jetzt eigentlich? Oh, sorry, das war ich. Tess. Sorry. Komm, bleib da bei mir. Wollt ihr nochmal gucken? Ah, dachte ich mir, dass hier noch was ist. Noch was? Nein. Wo war er? Müssten ja bald am Rathaus sein. Denke ich mal. Was ist das hier? Ein altes Museum. Manche Sachen hier sind Jahrhunderte alt. Wirklich? Wow. Oder Schere. Geht's bestimmt weiter. Lass mal umgucken. Okay, mehr ist anscheinend nicht. Oh, Mist. Hier geht's lang. Eine Panik. Okay, aufpassen, schnell. Los, 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 los. Scheiße. Ich lebe! Ich werde außen rum gehen! Wir sind hier! Tess! Renn! Renn! Scheiße! Digga! Ein Messer habe ich. Ich habe kein Messer. Ah! Vielleicht. Dann gibt's wohl Waffengewalt. Tess! Das sind Eier. Oh, oh. Nein. Da waren zu wenig Schuss im Revolver. Na gut, ich könnte es natürlich auch ablenken, ist auch eine Idee. Nachladen? Lass mal uns mal vorbeischleichen. Haben wir jetzt auch mal gesehen, wenn man stirbt, mehr oder weniger. Drei Stück. Tess! Scheiße! Was wenigstens ein Messer? Man muss ja nicht alle töten immer. Man kann ja auch einfach vorbeischleichen. Ah, ja, komm.
Ressourcen sind wichtig. Hat sich doch gelohnt. Hier liegt auch eine neue. Ja, gehen wir dahin. Herstellen. Oh, Molotow. Angenehmer. Aus Sackgasse. Oh, wir müssen hoch. Diebe, aber das hört sich nach Menschen an. Ja, ist nur ein Runner. Gut, das ist unten nicht, ja. Kommt mal nicht zu nahe, ey. Oh, das ist eine Wand. Weg mit Fliehen. Das war jetzt gefährlich. Mein Gott. Wir haben was verloren, nein. Ah! Das war verdammt knapp. Das waren noch viele. Die Munition. Gutes Liga, das wird nicht mitgekriegt haben und hier hochgekommen sind. Erstmal einen Freudenschlag ausführen. Oh Mist. Was sagst du denn? Jace, ist bei dir alles okay? Nur etwas erschöpft. Hier lang. Hier geht's aufs Dach. Nur etwas erschöpft. Ich denke nicht. Und was ist mit dir? Alles okay? Definiere okay. Atmest du noch? Gilt panisches Keuchen? Tja, das gilt. Gut, dann bin ich okay. Komm, setz die schwerste Stelle. Ich
eigentlich auch. Oh ne. Nun gut, vergesst meinen Gedanken. Schöne Aussicht. Auch wenn alles kaputt ist. Wir müssen irgendwie rüber. Da ist es. Unser Zielort. Da hinten. Oh, ein Stück. Was für ein Glück, dass hier eine Planke liegt. Vorsicht. Wohin wissen die, ja? Genau eine. Ja. Hier rüber. Ja, Tatsache. Okay. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen... Ich würde dem Holz ja nicht trauen, wenn das Wind und Wetter ausgesetzt ist. Ist das das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber Mann, was für eine Aussicht. Kommt, hier lang. Hey, es geht weiter. Lass uns doch einen Moment an Sarah denken, Mann. Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Nacht hin. Gleich hier um die Ecke. Kommt. Das war jetzt aber komisch. Okay. Hab ich so nicht in Erinnerung. Auch wenn die Erinnerung sehr verblasst ist nach all den Jahren. Befehle. Treffpunktbereich patrouillieren. Stellen Sie sicher, dass keine Militärpräsenz in der Gegend herrscht, bevor Sie das Mädchen zum nächsten Unterschlupf bringen. Handschriftlich. Sie muss gut ernährt und bei bester Gesundheit sein. Ihre Sicherheit hat absolute Priorität. Sieh mal an. Er hat ein Firefly-Zeichen auf dem Arm. Echt? Was, wenn wir hinkommen und alle sind tot? Sind sie nicht. Und woher weißt du das? Ich weiß es einfach. Hey, alles wird gut. Okay. Das Wechsel ist echt komisch. Soll ich den Holz noch finden? Ja, bekommen. Wie sieht's hier eigentlich aus? 35. Okay. Da lang. Ist es gelb, also müssen wir hier lang. Oder auch nicht. Ach ne, hier. Müssen wir doch da lang, aber nur mit Hilfe. Hoch und rüber. Na also. So, die haben ein ganzes Stück übersprungen. Deswegen ist schon Tag. Okay, dann ist okay. Dann habe ich nichts gesagt. Sonst wäre das echt merkwürdig gewesen. Ich freue mich auch schon sehr auf die Last of Us-Serie. Ich kann nicht schwimmen. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folgt mir. Noch kannst du nicht schwimmen. Gut, dass Marlene euch gefunden hat. Was meinst du? Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt. Aber ich will mich bedanken. Ja, kein Ding.
glaube, ich erinnere mich, dass hier eine Marke war, oder? Ja, das wusste ich noch. Melinda Davidson, 214. Das konnte ich mich noch erinnern dran. Wie viel habe ich jetzt? 3 von über 200? Ich bin schon an 30 vorbeigelaufen. Und dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Nein. Nein, nein! Und was machen wir jetzt? Was machst du da, Tess? Oh Gott, vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Nein, Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, Scheiße. Sie ist infiziert. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott. Oh. Ups, was? Zeig mir deinen Arm. Das ist 3 Wochen alt. Mein Biss ist 1 Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihre Stellen. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Wir sind hier. Ich verschaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall. Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Oh, ich kann kämpfen. Nein, geh einfach. Geh doch endlich. Ellie. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Und das war's mit S. Warte um sie. Wir wissen, dass ihr da drin seid. Waffen weg und kommt mit erhobenen Händen raus. Was für ein Timing, dass die Soldaten genau jetzt kommen. Ja. Oh, verdammt! Wie konnten wir das nur tun? Stopp. Ohne uns stirbt sie da. Stopp! Du bleibst nicht bei mir. Wir müssen weg. Oh Mann. Wo lang? Da lang oder da lang? Guck mal hier lang. Oder nicht? Was bauen? Guck mal hier. Wir gehen hoch. Und vermutlich raus. Aber sie wehrt sich. Jetzt lauf einfach weiter. Ziel neutralisiert. Sie hat 2 Männer getötet. Verstanden? Oh mein Gott. Du, brich die Tür auf. Du, komm mit. Nix. Yes, Sir. Leute, Test.
hier sein. Trotzdem rumgucken. Liegt nämlich nur überall Zeug. Meine, woher wissen die, dass noch mehr Leute da sind? Das hätte auch nur ein Test sein können. Ah, gut versteckt. Neue Waffe. Schläft. Jagdgewehr. Neue Waffe. Ist ziemlich genau. Joel? Ich hab es. Wie sind's denn? Zweier, Dreier. Da hinten, einer ist in den anderen Raum und einer kommt zu. Da rechts. Und der müsste noch da hinten sein. Sieht mich. Ja. Ja? Ich glaube, den kann ich holen. Bleib bei mir. Na los. Er steht hinter ihm und sagt, bleib bei mir. Noch der eine. Wird noch so viel rumliegen und ich sehe es einfach nicht. Scheiße. Kommt er denn her? Ich hab ja gar nicht mehr gekriegt. Einer ist tot! Einer ist tot! Dein Kollege hat es anscheinend nicht mitgekriegt. Glück um Unglück. Kann er, wenn er nur in der Ecke ist. Blöde. Okay, okay. Komm, Ellie. Bin hinter dir. Oh, wie viel Munition hab ich dafür eigentlich? 7. Mortel ist wenigstens ein bisschen gerecht. Was machen wir? Joel, wie kommen wir raus? Okay, wir müssen durch den Gang. Deckung, ich weiß nicht, wie viele es sind. Nochmal drei.
Wie, oben waren es ja 4, ne? Der eine, ja. Ja, es kommt. Berichten! Norden sicher, kein Ziel. Haltet die Stellung! Den darf ich schnell holen. Den anderen gefunden. Da, okay. Jetzt war er gelaufen, hat er mich erwischt. Oh, I don't know. Oh Gott. Oh, noch zwei noch. Natürlich. Noch einer tot! Sie sind noch hier! Komm, drehen. Siehst du das da? Komm raus! Schnapp sie! Angezogen, du mieses Schwein! Hey! Hey, Mann! Mach keinen Scheiß, okay? Was passiert mit ihm, wenn ich nichts mache? Wir können das doch regeln, okay? Dachte ich mir, er stirbt trotzdem. Okay. Joel, da ist der Ausgang. Ich sehe ihn. Aber ich will nochmal hier gucken, schnell. Ob ich noch was Schönes finde. Hier war ich zum Beispiel noch gar nicht. Scheinbar war es das. Okay, dann gehen wir mal raus. Was ist unter Wasser hier? Und wir müssen da lang. Was? Will. Irgendwas. Ja. Dann geht's runter ins Dunkle. Sehr einladend.
Berge wagt. Runter! Da drüben ist ein Soldat. Stellung halten und auf Verstärkung warten. Verstanden. Stellung halten. Wie kannst du das verdammte Zeug einatmen? Ich hab dich nicht angelogen. Hast du sie? Nein, alles leer. Ich hab nichts gesehen. Gebiet durchsuchen. Wir sollten sie finden und abhauen, bevor Klicker kommen. Ah. Dein Partner nicht. Gut. Kann er mehr dort zu sein. Noch irgendwas. Sieht ja echt einladend aus. Geh mal hier lang. Ah, so viel dazu. Dann gehen wir mal durch den langen, dunklen, bösen Tunnel. Noch irgendwas. Naja. Keine Infizierten hier sind. Fällt schon was ein. Drüben. So, Joshua. Wäre, würde ich aber nicht unbedingt tauchen wollen. Aber wir müssen nochmal tauchen. Ellie? Mir geht's gut. Ah, da ist eine Leiter. Hey, da, sie geht noch. Dein Kontakt ist ein Typ namens Frank. Er ist der Typ von draußen, mit dem ich Handel getrieben habe. Er will in die QZ Boston. Triff ihn am Ausgang der U-Bahn-Haltestelle Park Street neben dem Rathaus. Anbei sein Visum und sein QZ-Papiere. Wie gefällt dir die Arbeit?
Sei vorsichtig da unten. Einige Leute berichten von Klickern und Stalkern in dem Gebiet. Echt? Wow. Wo zum Henker ist der Kerl? Ich warte hier schon seit 2 Stunden und schwitze. Ich glaube, da im Schatten bewegt sich etwas. Mir ist, als würde mich jede Sekunde ein Stalker anspringen. Gebe ihm noch 1/4 Stunde, dann gehe ich zurück. Ach, wahrscheinlich nicht zurückgegangen. Du lässt mich an die Tür, oder? Warte da. Du bist auf jeden Fall auf die andere Seite. Nirgendwo hin. Ah. Geh mal hier rein. Ja, kaum was. Ja. Oh. Auf was hat mich das jetzt hier gebracht? Nur um das zu finden. Scheinbar. Okay. Mit in die Leiter rein. Eine Leiter. Vielleicht geht es damit. Muss aber erstmal da hochkommen. Ah. Steig drauf. Wirklich? Halli. Okay, okay. Oh, vorsichtig. Ich hab dich. Na, ja, doch. Geschafft. Nix drin. Ganz vergessen, wie ruhig das Spiel ist, ey. Man gar nicht gewohnt. Okay, nicht wie raus hier. Licht. Hey, also, wegen Tess. Ich weiß nicht mal, okay, was... Okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir.
Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Wow. Was? Nichts. Ich hab nur sowas noch nie gesehen. Deshalb. Etwa den Wald? Ja. Im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Sieht echt hübsch aus. Muss man den lassen. Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Echt gut aus, ey. Oh, hey, Kleiner. Hey, Hörnchen. Oh, hier liegt sogar was. Ey, da will ich nicht rein. Da auch nicht. Klettern wir rauf? Nein, da oben ist ein Stacheldraht. Wir müssen irgendwie drum herum. Wow, da! Fireflies! Ich meine, echte Glühwürmchen. Ja, das sehe ich. Sorry, ich musste das einfach tun. Ich gehe da mal hoch und sehe mich um. Ja. Verbesserte Nahkampfwaffe töten Gegner mit einem Treffer, aber die Verbesserung ist nur begrenzt haltbar. Nett. Nahkampfverbesserung Rezept freigeschaltet. Echt? Ah, okay. Was denn? Geben wir mal auf. Mist. Tja, hier drüben geht's auch nicht. Aber hier? Okay. Wie gesagt, die Rätsel sind echt nicht so schwer. Man muss nur Köpfchen zeigen. Na also. Bist du das, Bill? Genau, Bill. Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Na? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann sehen wir mal nach. Okay, komm. Achso. Wichtig. Hier lang. Sei vorsichtig, nicht, dass du fällst. Kann ich weiter? Oh. Wir haben Besucher. Oh Mist, bleib zurück.
Das ist aber ein Klicker. So viel zum Messer. Hier durch. Trotzdem eine Kriegerei ausschalten wollen. Oh, fuck. Weiß nicht, ob ich das mit der Nahkampfwaffe hinkriege, aber ich probiere es mal. Okay, das geht auch mit einem Ziegelstein. Das wusste ich gar nicht. Lol. Ich wollte eigentlich meine die Waffe nehmen. Gut zu wissen, dass das auch funktioniert. Was? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gott verdammt. Okay. Wieder was gelernt. Und was uns da oben erwartet, das sehen wir dann in der nächsten Folge von The Last of Us Part 1. Ja, die Folge ist schon wieder vorbei. Geht echt schnell bei dem Spiel. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und bis dahin, haut rein!